Ja, also zunächst mal eine Richtigstellung in der Ankündigung steht, die hier Vorlesenden sehen sich irgendwie, wähnen sich in der Tradition von Port und so weiter. Dazu stelle ich fest, richtig ist, dass eine kleine Zeitschrift aus Berlin mir das nachgesagt hat, ich das aber niemals selbst von mir sagen würde. Und außerdem möchte ich mich schon mal ganz vorab von der Redaktion antideutsch.org distanzieren, alleine des Namens wegen. Genau, ich lese jetzt ein paar Schnipsel aus dem Spätwerk. Konkret habe ich hier die Werkausgabe Band 10 vor mir. Da sind vor allem die letzten beiden Bücher und dann noch ein paar Texte und Interviews drin. Und ich lese jetzt aus dem allerletzten Buch. Das heißt auch das allerletzte Gefecht. Und genau, da habe ich so ein paar Schnipsel, mal kürzer, mal länger, um mal auch da einen Einblick geben zu können. So, jetzt muss ich mich immer organisieren. Organisation ist wichtig. So. Heute trägt man seine Stammeszugehörigkeit in der Brieftasche. Mit Geld gehört man zur Gesellschaft, ohne Geld ist man ausgestoßener Penner. Das Geld zu vergöttern ist also keineswegs nur blöde, wie Schmalspur-Rationalisten glauben, die sich etwas darauf einbilden, herausgekriegt zu haben, dass man es nicht essen kann. Aufessen konnte man seine Stammeszugehörigkeit, die früher die Voraussetzung für einen gefüllten Magen war, nämlich auch nicht. Der Gott, der sich im Geldbeutel versteckt, ist nur besonders tückisch, weil man ihn dort nicht als Gott erkennen kann. Als Folge davon werden die Menschen dümmer, nicht klüger. Sie verlieren den Glauben, immerhin eine Vorstufe der Vernunft, und ersetzen ihn durch den Aberglauben, auch Ereignisse begreifen zu können, die unbegreiflich sind. Bei den Wilden hingegen war alles Logik. Der Mais verdorrt, der Regen bleibt aus, nichts zu beißen. Wie kommt das? Der Regengott hält den Regen zurück. Welchen Zweck verfolgt er damit? Er will uns bestrafen. Welchen Grund hat er, uns bestrafen zu wollen? Wir haben ihm zu wenig gehuldigt. Was tun? Etwas, das ihn gnädig stimmt. Was? Ein Regentänzchen, das gefällt ihm sicher. Jedenfalls hoffen wir das, und mehr als hoffen und beten können wir nicht. Bei uns dagegen ist alles Konfusion. Wie reagiert man in vergleichbarer Lage? Experten und Amateure gackern aufgeregt um die Wette. Abschwung, Aufschwung, Binnenkonjunktur, Weltkonjunktur, Staatsverschuldung, Finanzkrise, Schuldenkrise etc. Keiner versteht das, stimmen tut es auch nicht und helfen schon gar nicht. Doch mit der Zeit gelangen die Leute realistischerweise zur Einsicht, dass Fatalismus das Gebot der Stunde ist. Das Leben geht weiter, die Krise wird Normalität. Just in diesem Augenblick kommen die Marxisten hinterhergedackelt. Sie folgen der Mode allerdings stets mit Verspätung. Ende April 2012 ist zum Beispiel der Sammelband No Way Out erschienen, mit Beiträgen von Dietmar Dart bis Sarah Wagenknecht. Untertitel: 14 Versuche, die gegenwärtige Finanz- und Wirtschaftskrise zu verstehen. Also zusätzlich zu den zahllosen bereits vorliegenden Versuchen 14 weitere, von denen auch wieder keiner geklappt zu haben scheint. Sonst hätte ja einer gereicht. Was wollen diese Marxisten eigentlich verstehen? Krisen sind für den Kapitalismus ein ständiger Begleiter, wie Krankheiten für alles, was lebt. Wollen Sie einen weiteren Beleg dafür finden, dass der Kapitalismus ist, wie er nun mal ist? Oder wollen Sie, wie alle Welt, vergeblich den Doktor spielen, also herauskriegen, was genau dem Patienten diesmal fehlt und was ihm wieder auf die Beine hilft? Gerade Marxisten müssten doch gelernt haben, dass man dies beim Kapitalismus immer erst nachher weiß. Hatte doch Marx nicht nur in seiner Theorie gezeigt, dass das Kapital für ein für die Menschen im Detail unvorhersehbares Eigenleben führt, sondern obendrein auch noch im Selbstversuch den empirischen Beweis für diese Theorie geliefert, insofern alle seine Aktienspekulationen verlustbringende Fehlspekulationen gewesen sind. Jetzt überspringe ich einen Teil. Je häufiger vom Kapitalismus gesprochen wird, desto weniger versteht man noch, was der Kapitalismus eigentlich ist. Zunächst ein Ismus, einer unter zahllosen, wie der Kommunismus übrigens auch.
Schon die Ismen sind ein Problem geworden, weil sie sich unaufhaltsam vermehren bis hin zu solchen Albernheiten wie Fordismus und Bellizismus. Dies könnte ein Anlass zur Besorgnis sein, denn die Welt von tausend Ismen beherrscht zu glauben, ist ein Symptom schwerer Paranoia. Zum Glück aber führt auch in diesem Fall das Überangebot zum Wertverlust. Die Nachsilbe signalisiert statt Bedeutungsschwere Bedeutungslosigkeit, seit jede Portion Mückendreck diesen pompösen Aufkleber trägt. Ein weiteres Problem besteht in der Tatsache, dass der Marxismus irreparabel zerfallen ist in Plattheit auf der einen Seite und Mystik auf der anderen. Als Plattheit bezeichne ich jenen Marxismus, der Kapitalismus operationell definiert, also etwa sagt, Kapitalismus ist, wenn die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden. Das Pflichtenheft kann außer der Einkommens- und Vermögensverteilung selbstverständlich weitere Kriterien enthalten. Der Kapitalismus wird als Verteilungsfrage gesehen. Bei Gleichverteilung wäre Sozialismus erreicht und je ungleicher die Verteilung, desto kapitalistischer der jeweilige Kapitalismus. Aus der Quantifizierung folgt, dass der Kapitalismus sich verbessern ließe und ein sanfter Übergang zum Sozialismus näherungsweise möglich sei. Auf diese Hoffnung gründet sich die politische Programmatik linker Parteien in Hochkonjunkturphasen. Meist schon nach der Wahl, spätestens aber mit Einsetzen der nächsten Konjunkturflaute, wird diese Programmatik wieder kassiert. Marx selbst lässt sich keine Plattheit vorwerfen, ganz im Gegenteil. Er hatte beispielsweise das Kapital als sich selbst verwertenden Wert und als automatisches Subjekt entziffert, und daraus ergibt sich ein anderes Problem. Das versteht heute nämlich keiner mehr. Wer das bestreitet, dem kann ich meine Marx-Exegese Theorie des Gebrauchswerts empfehlen. Er wird das Buch bald wieder weglegen. Ein einziger Leser schrieb mir damals begeistert, er habe das Buch mit roten Ohren verschlungen. Das war ein gelernter Theologe. Wenn der radikale Marxismus zu einer Art esoterischer Geheimwissenschaft wird, ist er sinnlos. Nicht nur, weil er die normalen Menschen überhaupt nicht mehr erreicht, sondern auch, weil sektenhafte Kleingruppen und Einzelkämpfer sowieso durch ihren Kontaktverlust mit der Außenwelt extrem anfällig werden für Wahn und Spinnereien. Kein Mensch kann der einzige Vernünftige unter tausend Idioten sein, weil Vernunft nur entsteht, wo vernünftige Leute miteinander streiten und debattieren. Metaphysik ist also durch die gesellschaftliche Entwicklung dazu verurteilt, Wahn geworden zu sein. Dann folgen so ein paar Seiten Ausführungen zur Metaphysik. Er erklärt dann, wie man erkennt, dass ein Tisch ist und so, aber das ist alles jetzt nebensächlich. Wenn ich einem Patienten Medizin gebe und er kippt um, oder wenn ich ihm beste Gesundheit bescheinige und anderen Tags ist er mausetot, dann sind diese Ereignisse Beweise dafür, dass ich den menschlichen Organismus nicht verstehe. Zumindest muss ich einräumen, dass die Sache viel komplizierter ist als das Wenige, was über sie zu wissen ich mir eingebildet hatte. Und so ist es beim Kapitalismus. Er ist eine Folge unvorhergesehener Ereignisse, speziell auch für Marxisten. Sie sehen den Zusammenbruch des Kapitals voraus, es blüht auf. Sie prophezeien Massenelend, die Konsumgesellschaft kommt. Sie erwarten eine Revolution und warten immer noch wie Reisende auf einem längst aufgegebenen Bahnhof. Sie versprechen den Sieg des Sozialismus, der Ostblock kollabiert. Noch viel unbekannter als die bestehende Gesellschaft schon ist eine künftige. Sicher ist nur, dass sie auf keinen Fall planbar ist oder sich plangemäß entwickeln wird. Selbst wenn man die Macht dazu hätte, weltweit Kapitalismus durch Planwirtschaft zu ersetzen, bliebe es ein Glücksspiel, ob danach die Menschheit ein Verein solidarischer Produzenten würde oder die Welt ein einziges riesiges KZ. Oder wahrscheinlicher keins von beidem, sondern etwas, das man sich heute so wenig vorstellen kann, wie die Menschen im Mittelalter den Sozialstaat, die gleichgeschlechtliche Ehe oder den Atomkrieg. Tatsache ist also, dass kein Mensch die Zukunft kennt, aber jeder sie gerne kennen würde. Deshalb
Deshalb interessiert man sich für die Vergangenheit. Wenn ich sie als Geschichte begreife und die Geschichte als Ganzes, kenne ich auch die Zukunft, die ein Teil dieser Geschichte ist, eben der künftige. Die Betrachtung der Vergangenheit lehrt mich, wie der Hase läuft. Und wenn ich das verstanden habe, kann ich voraussehen, wie er weiterläuft. Der Hase ist in diesem Fall die Geschichte. Um die Geschichte verstehen zu können, muss ich sie vermenschlichen. Ich muss sie als Subjekt betrachten, mit Absichten und einem Ziel. Und genau dies tut Marx, wenn er die Geschichte als Geschichte von Klassenkämpfen beschreibt. Geschichte ist faktisch endloses Hauen und Stechen, ewige Klopperei. Einen tieferen Sinn erkennt man darin mit bloßem Auge nicht. Die Menschen sind halt so, die Tiere sind ja auch so. Warum? Fragen Sie den lieben Gott. Aber wenn es so ist, dann gibt es einfach nichts zu begreifen. Um Sinn aus der Sache herauslesen zu können, muss ich, wie schon die Wilden mit der Konstruktion ihres Regengottes, Kausalität und Teleologie hineinbringen. Die Klopperei muss als Wirkung einer Ursache erscheinen und sie muss einem Zweck dienen. Frei nach Marx klingt das ungefähr so. Erstens, die Menschen waren schon Sklaven, bevor sie versklavt werden konnten. Sklaven ihrer eigenen Natur, ihres Magens zum Beispiel, und Sklaven der äußeren Natur, der sie sich unterwerfen mussten, wie sie überleben wollten. Es herrscht Gleichheit in der naturgegebenen Unfreiheit. Zweitens, das ändert sich in dem Maße, wie die Menschen lernten, die Natur ihren Zwecken zu unterwerfen, indem sie zum Beispiel sesshaft wurden und Ackerbau und Viehzucht betrieben. Die fortentwickelten Produktivkräfte befähigten den Einzelnen dazu, mehr zu produzieren, als er selbst aufessen musste, um zu überleben. Mit dem gesellschaftlichen Mehrprodukt entstand der Kampf um dessen Aneignung. Dieser Kampf war ein Befreiungskampf, denn die Sklavenarbeit der einen bedeutete Befreiung von stupider Plackerei für die anderen. Letztere sorgte mit der Peitsche dafür, dass die Menschen sich nicht auf die faule Haut legen konnten, wenn sie so viel produziert hatten, wie sie selbst verbrauchten. Den Ausbeutern verdanken wir die Kunst, die Kultur und vor allem den Fortschritt. Drittens. Der Erfolg im Kampf ums Mehrprodukt bemisst sich an dessen Umfang, der wiederum bei gegebenem Arbeitsvolumen abhängig ist von der Produktivkraftentwicklung. Die herrschende Klasse hat also ein Interesse daran, sie voranzutreiben, und den Kampf zwischen deren Fraktionen gewinnt immer diejenige, die das am besten kann. Dieser Klassenkampf, der eigentlich ein Kampf zwischen Fraktionen der herrschenden Klasse ist, staffiert die ewige Klopperei mit einer Ursache aus und mit einem Zweck. Ursache ist, dass ich nur frei sehen kann, wenn ich einen anderen versklave. Der Zweck ist der Fortschritt. Viertens. Jetzt versteht man die ewige Klopperei schon besser. Aus der zeitlosen Monotomie ist ein Hochrappeln geworden. Es geht voran. Aber wohin? Wenn es nur endlos immer weiter aufwärts geht, ist das auch wieder sinnlose Monotonie. Irgendwann muss man den Gipfel auch erreicht haben und als Lohn einen schönen Ausblick bekommen, sonst wird die Geschichte sinnlos und langweilig. Fünftens, Marx erzählt keine langweiligen Geschichten, die in der Mitte einfach hängen bleiben oder aufhören. Er hat sich vielmehr den Clou bis zum Schluss aufgehoben. Mit dem Kapital kommt nämlich eine neue Qualität ins Spiel. Es hat die Produktivkräfte derart gigantisch gesteigert, dass erstmals in der Geschichte Produktionsverhältnisse, die auf Ausbeutung und Unterdrückung beruhen, überflüssig sind. Die klassenlose Gesellschaft ist möglich geworden. In einem letzten Klassenkampf wird das Proletariat sie herbeiführen, wobei es aufs Ende gesehen nicht die Interessen einer neuen Klasse, sondern die der Menschheit vertritt. Eine schöne Geschichte. Fast so schön wie die vom Regen, den man herbeitanzen kann. Auf langen Umwegen war Marx wieder dort gelandet, wo die Wilden angefangen hatten. Das ist nicht abwertend gemeint, denn man brauchte als Anfang, der bekanntlich am schwersten ist, jenen erdachten Regengott, um später allmählich zur Meteorologie zu kommen. Die Idee zu entwickeln, dass der Regen die Wirkung einer Ursache sei, war eine bedeutendere Leistung, als später herauszufinden, welches genau diese Ursache ist. Die Wilden selbst werden irgendwann gemerkt haben, dass Tänze keinen Regen bewirken und man besser den Himmel beobachtet, um zu wissen, wann er kommt. Marx aber hatte keine Chance, seine Gedankenkonstruktion von der Realität korrigieren oder modifizieren zu lassen.
weil sie sich auf Zeiträume bezog, die das kurzlebige Einzelwesen niemals aus eigener Anschauung kennen wird. So blieb sie stehen, diese schöne Geschichte, wie es immer weiter aufwärts geht und die Menschen zum Schluss in der klassenlosen Gesellschaft angekommen sind, wo sie Freiheit, Glück und Frieden finden. Aber diese märchenhaften Ende-gut-alles-gut-Geschichten haben immer einen Haken, nämlich den, dass sie die Leichen im Keller vergessen. So. Dann erzählt Port seine Version der gleichen Geschichte kürzer. Ich erzähle die Geschichte noch einmal, etwas volkstümlicher und ergänzt um Teile, die Marx weggelassen hat. Die Menschen haben über viele Generationen hinweg durch harte Arbeit den Urwald in Ackerland verwandelt und aus wilden Auerochsen friedliche Milchkühe gemacht. Mit nichts als Schaufel, Hacke und Körperkraft haben sie Sümpfe entwässert, Kanäle gegraben, Straßen und Dämme gebaut, sie haben sich tief in die Erde hineingebohrt, um von dort unten Kohle und Eisen nach oben zu holen. Das hat alles viel Blut, Schweiß und Tränen gekostet, auch manches Bein und manchen Kopf. Aber am Ende werden Selbstaufopferung, harte Arbeit und unermüdlicher Fleiß belohnt mit der Befreiung der Menschheit. Es stimmt also doch, was die Nazis über ihre KZs schrieben. Arbeit macht frei. Hoch oben im Himmel schauen die Englein zu, die in ihrem irdischen Leben Sklaven gewesen waren, die ausgepeitscht und erschlagen wurden, wenn sie entkräftet zusammenbrachen. Oder Grubenarbeiter, die nie das Tageslicht erblickten und irgendwann im Schacht erstickten. Oder Kinder, die in ihrem kurzen Leben nichts zu essen hatten und daran gestorben sind. Sie freuen sich. Wir haben nicht umsonst gelebt, wir sind nicht umsonst gestorben. Unsere Qual und unser Leid haben sich gelohnt. Denn ihnen verdanken unsere Nachfahren es, dass sie heute ein Verein freier Menschen sind. Dann singen alle zusammen den Schlusschor aus Beethovens 9. Ende, Abspann, Vorhang. Aber verhungerte Kinder können keine Nachfahren haben und die Englein im Himmel gibt es nicht. Die Menschen haben nur ein Leben, nur ein Leben. Und wenn ihnen dieses eine Leben von anderen Menschen genommen wird, wenn sie getötet werden, wenn man sie verhungern lässt oder wenn man sie in die Fabrik oder ins Bergwerk sperrt, dann haben sie keins. Warum also diese Seifenoper? Weil Marx die Geschichte als Fortschrittsgeschichte interpretieren muss, um die proletarische Revolution als deren unvermeidliche und logisch zwingende Konsequenz zu einem bestimmten Zeitpunkt daraus ableiten zu können. Er kann nicht sagen, die ganze bisherige Geschichte war nur Ausbeutung und Unterdrückung und sonst nichts. Täte er es, so könnte er wissenschaftlich weder erklären, warum sich das überhaupt ändern soll, und schon gar nicht, warum sich das ausgerechnet heute ändern soll. Also hat er begründen müssen, warum die Revolution früher nicht möglich war, jetzt aber möglich geworden ist. Er hat eine Begründung für die termingebundene Revolution geliefert. Aber Revolution muss man machen, nicht begründen, wenn man eine haben will. Marxens Problem war ein logisches, das für Revolutionäre gar keins ist. Im Unterschied zu ihnen muss Marx als Wissenschaftler die folgende Kausalkette neutralisieren. Wenn die Menschen grundlos immer Unterdrückte gewesen sind, dann sind sie eben wissenschaftlich betrachtet von Natur aus so geschaffen. Sich in Ausbeuter und Ausgebeutete, Unterdrückte und Unterdrücker zu gliedern, ist ihr Wesensmerkmal, wie es zu den Ameisen gehört, Arbeiterinnen und eine Königin zu besitzen. Wenn es also grundlos bislang mit der Revolution nicht geklappt hat, dann wäre die wissenschaftliche Schlussfolgerung die: Der Mensch ist nun mal zum Sklaven oder Sklavenhalter geboren. Das ist seine Naturbestimmung. Um diese Schlussfolgerung zu vermeiden, muss Marx die Geschichte schönreden. Er muss sie als Fortschrittsgeschichte interpretieren, er hat gar keine Wahl. Das ist das Elend bei der Wissenschaft. Sie braucht immer eine gute eigene Kausalkette, also wie das eine mit zwingender Notwendigkeit zum nächsten führt, um opponierende Kausalketten abweisen zu können. Revolutionen aber funktionieren ganz anders. Sie brauchen keine Kausalkette und lassen sich durch opponierende Kausalketten auch nicht aufhalten, weil der Revolutionär sagen kann: Die Kausalität bin ich. Der Grund, dass etwas geschehen soll, ist der, dass ich es will. Ich bin die Ursache. Wir haben diese endlose Ausbeutung und Unterdrückung satt. Das soll aufhören, jetzt. Jetzt wird abgerechnet. Friede den Hütten, Krieg den Palästen. Möglich.
dass die materialistische Verwissenschaftlichung der Revolution durch Marx ein großer Fehler war. Möglich, dass Benjamin recht hatte. Ihm stellte sich die Geschichte als einziges Verhängnis dar und der Fortschritt als endlose, fortschreitende Katastrophe. Die Revolution wäre das Ende dieser Katastrophe, dessen Ausbleiben wie ein Fluch auf den Menschen gelastet hatte, seit es sie gibt. Sie warten darauf, also das Ende der Katastrophe wie auf den Messias. Dessen Ankunft aber ist ungewiss. Er hätte vor 2000 Jahren erscheinen können oder könnte es heute zu jeder Stunde. Die Fortschrittsgeschichte war eine einzige Knochenmühle, die gar nicht erst in Gang gekommen wäre oder jederzeit hätte gestoppt werden können, hätten die Menschen ihre jeweiligen Ausbeuter zum Teufel gejagt, das Mehrprodukt untereinander aufgeteilt und es mit dem Fortschritt etwas langsamer angehen lassen, statt es zu dulden, dass man sie mit der Peitsche für dieses Phantom bis zur Erschöpfung zu schuften zwang. Geschichte und Kultur sind Erblasten, die von unzähligen Generationen angehäufte Schuld. Angesichts dieser schrecklichen Vergangenheit, wie Benjamin auf einen Messias zu hoffen, also auf ein Wunder, ist unrealistisch, aber wenigstens vernünftig. Weder realistisch noch vernünftig ist es dagegen, das Reich der Freiheit zu erwarten als verdienten Lohn für jahrhundertelange Schinderei und Quälerei. Wie soll es in einem Verein freier Menschen anders zugehen als bisher, wenn doch seine bloße Existenz bewiese, es gibt keine Gerechtigkeit? Fürs Leben nützen solche Betrachtungen natürlich nichts. Vielleicht wäre es das Beste, die ganze Geschichte der Menschheit einfach zu vergessen, weil aus ihr, wie man sie auch dreht und wendet, nichts Gutes folgt und Menschen darunter leiden müssen, die dafür bestimmt nichts können, weil sie heute erst geboren werden. Ein Schuldenschnitt auch in moralischer Hinsicht. Das Moralisieren besitzt immer eine sadistische Komponente, nicht nur bei den Christen.